Hallo und herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier in Thüringen. Ich werde mal jetzt mit einem anderen Radlader versuchen, aber nicht mit der Schaufel. Die Schaufel ist ein bisschen zu groß geraten. Das sind 30.000 Liter. Mal ganz kurz mit Ultrasch ausschalten. Dazu werden wir ihn einfach mal hinstellen beim Silo wieder hinlegen. Denn ich möchte gerne, dass die BGH läuft, ob wir im nächsten Jahr dann entsprechend dann, oder im Herbst schon das erste Mal Gärreste ausbringen können auf die Felder als erste Maßnahme später für wegen Personalfarming hier. Kinder und so. Nach der Ernte halt, ne? Oh, da ist er aufgehört. Ja. So, der erste scheint auch ein bisschen zu klein zu sein. Probieren wir den größeren Radlader, der das packt. Ja, der packt es. Wäre so ein Gewicht hinten dran nicht schlecht, ne? Ob es sowas gibt, weiß ich nicht. Also, nochmal einfahren. Das heißt, ein Rechtsklick, Schaufelmodus. Hier kann man was eintragen. Ich habe mir das nicht angeschaut, aber ich probiere das mal einfach mal, ne? Das heißt, wir müssen hier vorne anfangen und kommen zurück. In dem Bereich hin. Da fangen wir an. Beginn. Und da steht geladen. Probier das mal so, ne? Oder nicht? Hier ist geladen. Für mich fahren. Hauptsache hält nicht woanders an. Wo nicht soll. Geladen. Dann. Rückwärts fahren. Hätte doch durchfahren sollen, ne? Rückwärts fahren. Rückwärts fahren, Ende. Dann immer schauen. Transport. Fahr mal hoch. Das muss ja nicht genau sein, ne? Also. Okay. Das muss genau sein. Gucken. Ja, sind wir gepassen. Rechtsklick. Vom. Und. Abladen. Aufzeichnung. Ende. Und weiß ich, ob das funktioniert, keine Ahnung. Dazu müsste ich mal probieren. Das ist vielleicht ungünstig, wenn er hier nicht ganz gerade ist. Ich glaube, das funktioniert noch nicht ganz. Ich glaube nicht wissen, ne? So. Gehen wir so. Ich hätte da ein bisschen aufpassen sollen irgendwo, ne?
Der Kurs funktioniert schon. Der Traktor ist ja normal. Der hier fährt, also dieser Radlader. Na gut. Ist ganz woanders, ne? Hm. Ja. Das wird leichter vorgestellt, muss ich sagen. Oder kommt mit dem Kurs nicht klar? Mit meinem Mod. Das hätte nicht vorwärts, das kriegt das nicht fahren bei mir. Kupplungsschleif. Blocking. Ah ja, garantiert der andere wieder hier. Geschwindigkeit nach. Der Meter war hier. Wir haben auch den 30er-Ding reinmachen sollen, ne? Und was der fährt nicht, bergauf und rückwärts. Wenn ich höher, ne? Das ist ein anderer Lader nehmen normalerweise, die Teleskoplader. Verdeutlicht. Ja, Fortsetzung der Folge von vorhin. Kurz Abturz. Ich werde versuchen, das zusammenzuschneiden. Also, mal herzlich willkommen in Thüringen. Ja, neuer Versuch: beladen Traktor mit Mist. Und zwar mit Kursplay. Also, Strecke einfahren. Kurs generell kopieren nicht. Beginnen. Das heißt, hier starten wir. Da. Dann Stückchen fahren. Außenpunkt. Ich werde in dem Falle mal aufladen. Bisschen angefahren. Der Mist ist zu schwer. Also ich versuche jetzt die Kursaufzeichnung beenden und löschen. Also runternehmen. Versuchen wir. Waren, ne? So, lädt mir her. Dann will ich den Platz auch gewinnen für die kleine Schaufel. Kann für sein, dass durch den Realismus-Mod-Prinzip das ein bisschen verpasst. Das heißt, ich galliere mal hier vorne hin. Da fahren wir vorne nicht rein. Oder hinlegen, ja. Die Schaufel nehme ich jetzt vom anderen. Es ist 10 Uhr. Das heißt, ich laufe zum Container. Und jetzt haben wir gegen 10 Uhr. Wir haben jetzt Frühling, dann ist
Ja, bis 6 zu 7 werden ungefähr schlafen. Knappe 7, 9 Stunden. Dann dunkeln sich hier auch nichts. 9 Stunden. Schlafen. Es könnte sein, dass die BGH, hier der Biss, wenn es voll ist. So, man sieht, sich synchronisieren. Aber. Was man ein bisschen jetzt anmerkt. Jetzt können wir die Sammelblumen düngen. 100%ig. Wir haben Radfahrt angelassen. Gut, macht nichts. Und den wollen wir nicht haben. Gut, den wollte ich haben. Und zwar die Schaufel wollte ich haben. Die hat mit 15.000 die Hälfte. Lohnzahlung? Ach, bei der Nacht stand nicht. Gut, ich kann ja kurz Playstation lassen. Quatsch, Autoreifen, den Abfahrer vermisst. Es kann sein, dass ein bisschen eng ist für ihn hier. Das kann natürlich sein. Guck mal, das hier müssen wir da wegfahren. Dann kann ich ein bisschen rückwärts fahren. Besser rangieren, ne? So. Oder starten. Die Tanke ist auch nicht mehr leer, ne? Gut, wir machen das letzte nicht an der Steuer. So. Gucken nach Kühe. Alt S. Also, Gewohnheit, Kühe, Pumpkontrolle. Pumpe, Wasser, das kann kein Problem sein. Futter ist voll. Passt. Und am Ahrenstall ist Futter. Auch gut gefüllt. Der Sauberkeit ist ein. Naja, die Hälfte. Sollte euch gehen. Eure Kälber gekriegt? Möglich. Ich habe noch einen Kopf Zahl gehabt. Nee, ich habe nicht viel. Okay. So. Neuer Versuch mit Radlader und Kursplay den Anhänger aufzuladen. Ja. Probieren wir aus, ne? Muss ja irgendwie klappen. Das heißt, ungefähr mittig. Das heißt, kein Kurs geladen. Okay, also Kurs beginnen. Dazu fahren wir ein Stückchen. Parkplatz. Dann fahren wir geradeaus. Dann hier Parkplatz. Gut, rückwärts fahren. Kann sein, nicht klappt. Ich werde mal den Platz immer leer machen, nützt ja auch nichts. Den wollen wir löschen. Dann der klappt garantiert nicht. Das heißt, den werden wir gleich manuell beladen, dass wir Platz kriegen. Ja, mit der Schau kommt der klar, 14.000. Glaubt der Radler, da kommt mir den Mod nicht klar. Ich bin mir nicht ganz sicher.
Förderband ist so ein bisschen, sag mal, zu dicht dran eigentlich. Immer frech, ne? Gut, den Düngerstreuer mal einstellen. Jetzt müssen wir programmieren. Gedüngt 66%, also einmal runter kann er noch. Dann weiß ich nicht genau, wann ich da, ja, die 8 Minuten mit 9 muss schon gut hinkommen. Ich gucke mir mal kurz den Kurs. Das Generierung, Feld 12, Vorgewende 2, weich, passt. Wir sind hart und scharf, kommen wir nach dritten Runde. Bäume, das Generierung, Linksverkehr allgemein, Uhrzeigersinn, zurück und einstellen. Gucken, ob das auch klappt. Speichern ist gut, hat er vorhin nicht gemacht, da habe ich einiges verloren. Oh ja, so hier wollte ich machen. Gedüngt, er düngt hier dunkel. Oder? Die Ecke ja, da nicht. Wieso da nicht? Er düngt nicht. Gut, dann speichern wir den Kurs. Der Dünger. Speichern. Gut. Aus. Dann. Ist sie hier gewachsen? Da ist jetzt im Wachstum noch. Ist was reif? Nein. Gras? Auch nicht. Unsere Felder, die sind schon dunkelgrün. Kann nicht mehr lang dauern. Unser Weizen ist auch dunkelgrün. Na, da kommt der garantiert bald. Jetzt haben wir späten Frühling. Dann wollte ich noch den anderen einstellen. Da kommt die schöne Luzerne. Zur gleichen Zeit wie mit Mais. Mais muss ich noch erst düngen. Zwar vorne im Ende. Zwar ganz am Ende. Der Busfahrer fährt eine Runde.
dauert ja ein bisschen, ne? Und so, das soll es ja auch schon vorher gewesen sein. Okay, dann mal Schluss. Ciao, ciao. Ja, morgen, Mittwoch, geht's weiter. Hier ist es. Ein dickes Dankeschön fürs Einschalten. Tschüss.